Moin zusammen und herzlich willkommen zurück auf Deponia. Nicht erschrecken, ich habe ein bisschen mit Adobe rumgespielt, habe in den Spracheinstellungen ein bisschen was geändert und nun also möglicherweise erscheint das hier jetzt etwas lauter als zuvor. Ja, ich arbeite erst seit den frühen 80ern mit Adobe und deswegen, wie konnte ich das wissen, dass das sowas auch geht? Nein, Quatsch, völliger Blödsinn. Was machen wir denn hier? Mit dir kam man irgendwie nicht mehr weiter, ne? Nee, da war die Nummer mit den Antragsformularen und so. Okay, mit ihm kommen wir auch nicht weiter. Wir müssen irgendwie die Kinder zu... Oh, ja, okay. Ja, alles klar. Okay. Ja, nee. Mit dir kommen... Doch, warte mal. Du könntest doch... Was haben wir... Bei dir haben wir doch noch Inventar. Abdruck. Ich bleibe dabei. Es war eine Elfe. Natürlich. Und das ist dieser komische Bleisatz. Wie in... Irgendwofür wird man das ja wohl gebrauchen können. Allerdings. Der Brief ist an Bosos Mama adressiert. Mein liebstes Rehlein, ich wünschte, du wärst bei mir. Himmel, was für eine schwülstige Einleitung. Das gibt Abzüge in meiner Online-Rezension. Na, jetzt kommt doch langsam etwas Action in die Sache. Der Dienst an der Front scheint mir nicht gut zu bekommen. Genauer gesagt, ich bin auf eine Organon-Landmine getreten und werde innerhalb der nächsten Sekunden... Arg! Liebe dein Papa Boso. PS... Nimm dich vor dem Briefträger in Acht. Ich glaube, dass er heimlich unser Bad benutzt. Zumindest habe ich Unterwäsche mit seinem Namen drauf oben auf dem Spülkasten gefunden. Ja, nicht nur das. Aber können wir denn den Brief den Mädels geben? Fragezeichen. Bringt das irgendwas zum Rebellenlager? Guck mal, die Private Lottie. War das nicht seine Freundin? Bosos Freundin? Keine Ahnung, probieren wir es mal aus. Lotti hat zwar jahrelang im Rathaus gearbeitet, aber sie ist trotzdem unbestechlich. Das scheint paradox. Aber vielleicht ist das so ähnlich wie mit Krankenhauskeimen. Funktioniert nicht so richtig, ne? Nee, wer war denn seine Freundin? Sie ist seine Freundin, Bambi. Das war doch die Waffenfrau, ne? Die ihn immer gejagt hat, ne? Was hast du da? Ist das eine Nachricht von der Front? Nichts Geringeres als das. Doch nicht etwa von Boso. Würde ich dich bei einem so ernsten Thema anlügen? Oder würde ich die Schlussfolgerung deiner Fantasie überlassen, in der Hoffnung, dass es mich zufällig weiterbringt? Jetzt quatsch nicht so poliert. Her mit dem Brief. Okay. Wie ist denn der Brief losgeworden? Mein liebstes Rehlein. Sicher, dass der Brief für mich ist? Bambi. Rehlein, ergibt doch Sinn. Manche Leute werden nun mal zu Poeten, wenn sie tödlich verwundet sind. Was? Oh, sorry, ich wollte nichts vorwegnehmen. Warte mal. Liebstes Rehlein, ich wünschte, du wärst jetzt bei mir. Bla bla bla. Genauer gesagt, ich bin auf eine Organon-Landmine getreten. Oh nein. Oso, geht es ihm gut? Tja. Lebt er noch? Sag schon. Oder muss ich dir die Infos in Form von Hirngewebe einzeln aus der Nase ziehen? Hey, hey, immer mit der Ruhe. Ja? Kein Grund, gleich aggressiv zu werden. Ich bin doch nur der Briefträger. Boso ist bei seiner Familie. Am besten, du machst dich sofort auf den Weg. Warte, hier steht noch was. Nimm dich vor dem Briefträger in Acht. Ach, das Kleingedruckte ist nicht so wichtig. Na los, du verlierst wertvolle Zeit. Stimmt, ich muss zu ihm. Halte durch, Boso, ich komme. Das war einfach. Und ich musste nicht mal lügen. Jetzt neu, der verbesserte Rufus. Vergessen Sie den herkömmlichen Rufus. Okay, haben wir dadurch denn hier irgendwas Cooles freigeschaltet? Das sieht nicht so aus, ne? Den Spind hatten wir schon untersucht. Ja, dann laufen wir mal hier mal hinterher. Nix wie... Oh, die ist aber schnell. Oh mei, die ist aber schnell. Die ist aber ratzefatze mal eben schnell. Zack, zack, Stadtteilkern. So, dann hier hoch, Trümmersiedlung. Okay, hier sind noch ein, zwei am Alten. Hallo, na, ihr zwei? Hallo. Casa Boso. So, und, oh, sieh an, okay, die beiden sind da busy, Mama Boso und Sergeant Bambi, was machen die beiden da? Und hier ist ein Foto von Bosos erstem Buchstabierwettbewerb. Er hatte immer Probleme mit dem L und dem F, dafür konnte ihm beim E keiner das Wasser reichen. Hallo? Was hat er denn da an? Ach, das ist ein kleines Röckchen, das er sich selbst aus Zahnseide genäht hat. Oh, wie schön. Er hatte Monate daran gespart. Sein Mundgeruch war furchtbar. Deponia an Sergeant Bambi.
Oh, wie süß. Ein Fifi-Funkelfee-Pyjama. Warum schaut er denn da so beschämt? Ich weiß auch nicht. Eigentlich sollte er mir dabei helfen, sein Bett neu zu beziehen. Was für eine Sauerei. Oh, der Arme. Die sind ja vollkommen weggetreten. Okay, gut, bei denen funktioniert nichts weiter. Hallo. Was treibst du da eigentlich? Ach, nur ein bisschen abhängen. Oh nein, 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 weg. Nein, bloß weg. Okay, was haben wir hier? Guck mal, er kocht. Opa, Opa, kocht jetzt. Du, Opa, hier wird nicht gedrängelt. Das Essen ist fertig, wenn es fertig ist. Okay, gut. Können wir uns mal was ausleihen, wie zum Beispiel die Muttermilch? Hallo, ich bin Amtmann Argus, erzittert vor der tödlichen Pünktlichkeit des Organon. Hervorragend. Du hast meine Muttermilchpumpe gefunden. Was? Ja, weißt du Bescheid? Hat er die jetzt eingepackt? Tatsächlich. Was machen wir denn mit der Muttermilch? Dabei könnten wir die Kinder füttern, ne? Gibt's hier noch mehr? Juhu, Opa, du. Da ist noch ein Topf. Was ist denn da drin? Yum, das sieht ja lecker aus. Eine hervorragende Konsistenz. Und wie es aussieht, ganz ohne den Einsatz von Mehlwürmern. Hey, was soll denn das? Kannst du nicht warten, bis das Essen fertig ist? Aber es riecht schon so gut. Findest du? Eigentlich ist das nur der übrig gebliebene Bratensud. Oh, ich wollte es einfrieren. Nein, das wäre zu schade. Nimmt er mit. Wer weiß schon, ob die Menschen in der Zukunft überhaupt noch Bratensud mögen. Ja, keine Ahnung. So, haben wir noch mehr? Nee, mehr haben wir nicht. Mehr haben wir nicht. Sollen wir nochmal zu Boso gehen? Hey du, was hältst du denn davon, dass deine Freundin ist da? Los, hoch mit dir. Du musst für mich bürgen, damit ich zum neuen General des Widerstands vorgelassen werde. Geh weg. Aber lass mich, mag nicht. Okay, was hat er denn bloß? Er rückt auch nicht mit der Sprache raus. Kannst du was mit der Muttermilch anfangen? Warte, so? Okay, ich wusste, dass das kommen würde. Irgendwo muss es ja eine Grenze geben. Und die ist genau hier. Meint er mich? Ach, komm schon. Möchtest du was von dem lecker Ihm fehlt Backen nichts was? Zu essen. Ihm fehlt Zuwendung. In Form von gut dosierten Psychopharmaka. Ach, stimmt, da müssen wir noch ran, ne? Ja, ich weiß noch nicht wie, weil im Moment ist sehr auch alles gerade sehr busy. Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, ich würde gerne mal nach da unten gehen und die... Eins von beiden wird ja funktionieren, ne? Hier können wir ihm das geben. Ja, funktioniert. Freut er sich. Gut, ich weiß nicht, welches von beiden richtig ist, deswegen kriegt er jetzt erstmal beides. So. Kinder, kommt mal mit zum Rohrwald. Alles klar. Und dann war das hier hinten durch, ne? So, und dieses Mal bleibt ihr gefälligst hier, verstanden? Ja, Onkel Rufus. Ja, Onkel Rufus. Onkel. Okay. Little John. So, hier. Nee, nicht hoch. Was? Nein, wieso hoch? Ich wollte dem... So, jetzt nochmal. Also, die Muttermilch. Soweit kommt's noch. Nicht? Soweit kommt's noch. Okay. Soweit kommt's noch. Okay, also die Muttermilch brauchen wir für irgendwas anderes. Da könnten wir das Kind mit anlocken. Oben, wie heißt er noch? Klein Rufus. Der oben auf der, der auf dem Träger sitzt. So, Rotzis, Essen fassen. Das wird euch schön müde machen. Okay. Igitt. Igitt. Aber guck mal, sie schlafen sofort ein. Sie haben ja vielleicht reingehauen. Sie haben gerade mal einen Teller übrig gelassen. Und jetzt schlafen sie. Ja, die sind schon süß, wenn sie schlafen. Richtig zum Anbeißen. Okay, vielleicht lassen wir das erstmal dabei. Mann, die haben ja vielleicht... Und jetzt okay. Schleier, die sind richtig zum... Okay, vielleicht lassen wir das erstmal dabei. Jetzt stören sie uns doch aber nicht mehr, ne? Dann müssten wir doch jetzt eigentlich in die Bar hineinkommen. Vielleicht. So, warte, Türsteher. Nee, genau, einfach nur reingehen. Wir kommen in die Bar rein. Ausgezeichnet. Was denn? Die Nukleinsäure, mit der ich Goal wieder groß bekomme. Zum Glück scheint der Zylinder noch heil zu sein. Und der Fisch schwamm da auch schon vorher drin. Was?
Was für ein Fisch drin? Denn wir sehen uns erstmal um, ne? Pilzplörre, Hormonplörre, Haarwuchsplörre. Das möchte ich alles haben. Hey, Finger weg! Was denn? Das Zeug schenken wir hier nicht mehr aus. Warum nicht? Erstens, weil es die Kneipenmoral in nicht tolerablem Maße beeinträchtigt. Und zweitens gab es Beschwerden, dass sich die Wirkung des Getränks in manchen Fällen nur durch chirurgische Eingriffe wieder rückgängig machen ließ. Ach du liebe Zeit. Okay, gut. Okay, was ist mit der Haarwuchsplörre? Hey, Finger weg! Auch nicht? Das Zeug schenken. Ja, ja, ja. Warum nicht? Erstens, weil sich meine Gäste wie Affen aufführen, wenn sie davon getrunken haben. Zweitens, weil es eine Heidenarbeit ist, die Haare aus den Krügen zu entfernen. Und drittens, weil es immer schwieriger wird, an die geheime Zutat zu kommen, seit meine Mutter in den Wechseljahren ist. Okay. Hey, Finger weg. Das auch nicht? Das Zeug schenken wir hier nicht mehr aus. Warum nicht? Erstens sind mir die Schleimrohrschimmelinge ausgegangen und zweitens hat das Zeug einen schlechten Einfluss auf meine Gäste. Es ist schwer genug, einen Pub zu führen, ohne dass sich die Kundschaft mit Schildkrötenpanzern bewirft. Hm. Sind das hier diese Schleimrohr-Dings? Bitburger Pilzplörre. Nur echt mit dem 16-fach getupften Schleimrohrschimmeling. Hm. Da bekommt man doch gleich richtig Durst. Boah. Nimmst du mit? Super. Okay, nimmt er mit. Gut, was haben wir hier denn noch? Bild. Unerreichbar. Wie das Motiv. Aber mir wird schon noch was einfallen. Na, du möchtest unbedingt nach Elysium, mir ne? Mir gefällt dieses Bild von Elysium. Kann ich es haben? Nein, das Bild bleibt, wo es ist. Es ist wichtig. Wofür? Für die Kundschaft. Ah, verstehe. Weil es sie aufmuntert. Im Gegenteil. Es hält sie in einem permanenten Spannungsfeld der Unzufriedenheit. Aber es ist Elysium. Ein Sinnbild der Hoffnung. Auf ein besseres Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Und ich bin... nur noch einen Schritt davon entfernt. Willst du vorher was trinken? Gerne. Okay, gut. So, Plörre könnten wir mitnehmen, ne? Hier fehlt was. Was meine denn? Erlaubnis. Oh. Nein. Ein Krug. Haben wir einen Krug? Nicht so richtig, ne? Die Hormone könnten wir dort einsetzen. Warte mal, die Hormone waren doch auch hier, oder? Hey, Finger weg. Na, okay, das funktioniert das nicht. Hey, okay, nein, Finger weg. Hilfe. Das Zeug. Ja, okay. So, Plörre. Nein, ehrlich, was sonst? Wir haben keine Einfälle mehr. Habt ihr Ideen? Dann schreibt eine Postkarte an Plörre Company, Katzumbelweg 12, PF 4040. Könnt ihr das mal bitte ausprobieren und mir dann Bescheid sagen, ob es was gebracht hat? Der hatte einen Krug, vielleicht reden wir erstmal mit ihm. Hi. Du kommst mir bekannt vor. Hast du Geschwister? Ich hatte einen Bruder. Hatte? Was ist passiert? Mario. Er hat versucht, einen Steinblock mit dem Kopf zu zertrümmern. Und ich sag noch, übertreib's nicht mit den Pilzen. Es ist Mario. Egal, lass mich einfach allein. Es sei denn, du willst mir einen Drink spendieren. Okay, klar, wieso nicht? Gut. So, das heißt, damit können wir jetzt... Hey, was soll denn das? Wonach sieht's denn aus? Ich zapfe. Hast du denn die 5 Slotti dabei? Mist. Was denn? Barzahlung? Wie rückschrittlich. Da, wo ich herkomme, da konnte ich Plörre einfach anschreiben lassen. Anschreiben? Wie so eine Art Kredit? Oh no. Dann könnten meine Kunden viel mehr trinken. Ich sehe, du hast das Prinzip verstanden. Und ich würde viel mehr verdienen. Ja? Ich meine, ja klar. Das klingt gar nicht so übel. Bedien dich ruhig. Und wenn du meinen Gästen auch was bringst, kannst du dir gerne 2 Slotti Trinkgeld anschreiben lassen. Deal. Sollen wir das mal machen? Ich meine, okay. So, aber ich möchte gerne, bevor wir das machen, mit, da ist die Nukleinsäure, die kriegen wir garantiert. Der Zylinder noch heil zu sein. Ja. Ich brauche diesen Zylinder mit der grünen Flüssigkeit dort. Die Nukleinsäure? Eine gute Wahl. Ich habe das Zeug gerade erst reinbekommen. Ich weiß, das war ein Irrtum. In Wirklichkeit gehört die nämlich mir. Träum weiter, Junge. Ich habe 5 Slotti dafür bezahlt. Und ich muss ja auch noch was verdienen. Das hieße ja... Sie kostet mehr Geld, als es in der ganzen Kanalisation gibt. Genau, eine unvorstellbare, nie dagewesene Summe. 6 Slotti.
Oh oh. Aber warte mal, wenn wir Slotty bekommen. Hier, guck mal. Nachschub. Na endlich. Okay, das ist Nummer 1. So eine miese Plörre. Kein Vergleich zu der leckeren Pilzplörre, die sie hier früher hatten. Dafür gibt's aber kein Trinkgeld. Aber jetzt haben wir schon zwei bekommen. Ne? Reden wir erstmal hier mit den anderen Leuten. Dann sind das ja insgesamt 6. Bist du nicht dieser Promi-Hundefriseur? Ach, du liebe Zeit. Mann, ich bin Obsthändler. Ich habe das Geschäft von meinem Vater geerbt. Man nannte ihn König Peach. Dann bist du ja der Erbe des berühmten König Peach-Imperiums. Das hieße ja, du bist... Alkoholismus gefährdet. Also, verzieh dich. Es sei denn, du willst mir einen Drink spendieren. Natürlich. Ich will hier jetzt schließlich Geld verdienen. Also, nichts wie ran. So. Okay. So, und dann geben wir ihm das. Nachschub. Na, endlich. So eine miese Plörre. Kein Vergleich zu der leckeren Hormonplörre, die sie hier früher hatten. Dafür gibt's aber kein Trinkgeld. Moment, muss ich mir das merken? Hormon, eher Pilz. Pilz, Hormon und dann wird er wohl die Haarwuchsplörre haben. Ne? Du kommst mir bekannt vor. Kenn ich dich irgendwoher? Kennst du die Comicbuchreihe Kalle der freundliche Yeti? Na klar, ich bin ein großer Fan. Nein, sag jetzt nicht. Doch, doch, ich bin... Die wandelnde Vorlage. Was? Nein, ich bin der offizielle Lieferant des Autorenteams. Wobei es schon seltsam ist, dass sie ihre Schreibtische immer zur Tür rücken, wenn ich komme. Ich glaube, ich brauche noch mehr Alkohol. Also verzieh dich. Es sei denn, du willst mir einen Drink spendieren. Ganze kriegen. Alle gut, Junge. So, das nehmen wir mit. Plörre. So, und damit haben wir unsere 6... Slotty, ne? Verdient. Hier, guck mal. Nachschub. Na, endlich. Was heißt hier, na, endlich? Und? So eine miese Plörre. Kein Vergleich zu der leckeren Haarwuchsplörre, die sie hier früher hatten. Dafür gibt's aber kein Trinkgeld. Okay, okay. Der Haarwuchs, der... der war Hormone und der war Pilze, falls wir das später nochmal brauchen. Mr. Barkeeper. Ein neuer Kunde. Was kann ich für dich tun? Ich möchte mich mit dir unterhalten. Ich brauche die Nukleinsäure wirklich dringend. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. 6 Slotty und sie gehört dir. Ja, habe ich doch... Was? Okay. Ich mach da mal eine nette Kundschaft. Nette Kundschaft? Ja, wenn man Freakshows mag. Sag mal, wie sprichst du denn von deinen Gästen? Na, schau sie dir doch an. Eine Parade aus Jammergestalten ohne jegliche Perspektive. Aber diese Jammergestalten sind immerhin deine Lebensgrundlage. Oh, das war gar nicht despektierlich gemeint. Ich bin nur Realist. Wenn es einem selber besser gehen soll, dann muss es allen anderen doch folglich schlechter gehen. Oder nicht? Was? Nein, das geht auch anders. Ach, du willst, dass es allen besser geht? Solange ich dabei bin, ja. Dann gestatte mir diese einfache Frage. Besser als wem? Nun, keine Ahnung. Okay. Kann ich sagen, den Rest möchte ich nicht haben. Ich mach mich dann mal wieder auf die Socken. Du trägst noch Socken? Ja. Hier, ich hab da die 6 Slotty. Ich brauche die Nukleinsäure wirklich dringend. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. 6 Slotty und sie gehört dir. Shit. Okay. Heißt das, ich muss das jetzt erstmal miteinander kombinieren hier, oder wie? Werbung, Pilze, keine Ahnung, Hormone. Wir haben Hormone, wir haben Muttermilch. Warte mal. Haarwuchs, Hormone. Wir haben Hormone und... Die Muttermilch für irgendwas? Für Haarwuchs, kann das sein? Moment, vielleicht geht das ja. Sekunde. Das war vielleicht eben nicht ganz richtig. So. Und dann hier. Er wollte die Hormone haben. Können wir das miteinander kombinieren? Das geht tatsächlich. Das wird lecker. Okay. Ich sag ja immer, an mir ist ein Barkeeper verloren gegangen. Natürlich, das auch. So, Hormonplörre. Nachschub. Na, endlich.
Lecker Schmecker. Da wird einem ja ganz warm ums Herz. Ich habe auch den Eindruck, dass es hier drin gerade wärmer wird. Das ist in der Tat die beste Plörre, die ich seit langem getrunken habe. Heißt das, wir haben jetzt 2 Slotty verdient? So, was wollte er? Der Spediteur, er wollte Haarwuchs haben, ne? In der Muttermilch müsste das doch drin sein. Warte mal, dann gehen wir es hin. Aber wir haben die Pilze noch nicht. Dafür konnten wir die Pilze, müssen wir die Pilze sammeln. So, und dann hier die Muttermilch da rein. Das wird lecker. Ich sag ja immer, an mir ist ein Barkeeper verloren gegangen. Nachschub, na endlich. So geht das nämlich. Oh, ups. Großartiger Stoff. Da wachsen einem ja richtige Haare auf der Brust. Wenn's nur die Brust wäre. Die beste Plörre, die ich seit langem getrunken habe. Dafür kannst du dir gerne etwas Trinkgeld anschreiben. Okay. Was ist denn da jetzt los? Hallo? Hallo? Das ist ein ehrenwertes Etablissement. Naja, gut, nicht so ganz richtig. So, warte mal. Es reicht vermutlich noch nicht, die Pilzreklame da dran zu basteln, ne? Wir müssen schon die echten Pilze. Mit so einem Schleimrohrschimmeling könnte ich bestimmt ein leckeres Mischbier brauen. Aber woher nehmen und oder stehlen? Okay, so geht's nicht, aber wir wissen ja, wo sich welche befinden. Hier jetzt gerade nicht, aber dort. So, nee, das sind aber nicht die richtigen Pilze, sehe ich gerade. Die sollten gepunktet sein. Wo kriege ich denn einen gepunkteten Pilz her? Hier ist auch kein gepunkteter Pilz. Sag bloß, wir haben den hier drin, draußen nicht. Hier ist der nicht. Es gibt hier keinen. Okay, können wir da irgendwie tricksen? Warte mal, tricksen mit, keine Ahnung, den Suppenresten zum Beispiel. Eine deftige Pilzsuppe? Warum nicht? Witzig. Aua. Okay, das funktioniert nicht. Aber was ist denn, da sie schon so lacht? Was ist denn mit Hallo dir? Hallo nochmal, ungnädige Frau. Ah, da ist ja der junge Vater wieder. Pilzkennerin. Sie als Hexe sind doch bestimmt eine profunde Pilzkennerin. Ich bin keine Hexe, du Flegel. Weiß ja auch egal. Wissen Sie jetzt, wo ich so einen Pilz finde oder nicht? Zufällig weiß ich es. Ja. Fein. Und welcher ist es? Einer von denen hier? 3-mal darfst du raten. Witzig. 3 Pilze. Wenn's weiter nichts ist. Können wir ihr irgendwas geben, wie zum Beispiel, guck mal, so muss er aussehen. Sie haben ihn bei sich, stimmt's? Du hast es erraten. Glückwunsch. Hier, nimm ihn ruhig. Ich will das nicht. Oh mein Gott. Jerks. Danke. Der hat eh immer sehr gejuckt. Aber der sieht gar nicht aus wie auf dem Foto. Guck mal, der ist gestreift. Die anderen waren gepunktet. Na, vielleicht merkt er das nicht. Er merkt es tatsächlich nicht. Lecker. Okay. Ich sag ja immer, an mir ist ein Barkeeper verloren gegangen. Natürlich, unbedingt. Okay, dann bringen wir ihm mal die Plörre zurück. So, in den Pub. Okay, hier, guck mal, möchtest du? Nachschub. Na endlich. Ich hoffe, das funktioniert. Moment mal. Was tust du da? Na, was meine Aufgabe ist. Ich erfülle Kundenwünsche. Die alten Römer nannten sowas Service. Nur zufriedene Kunden sind zahlende Kunden, nicht wahr? Wo hast du denn den Quatsch gehört? Das hier ist ein Pub. Die Unzufriedenheit der Leute ist meine Lebensgrundlage. Du wirst mich noch in den Ruin treiben. Das Einzige, was hier im Urin treibt, ist deine Einstellung. Dreh dich doch mal um. Und? Wow! Was ist das? Ich fühle mich super! Größer! Und stärker!
Vielleicht, weil du auf dem Tisch stehst. Fabelhafter Stoff. Und? Oh, auch erst. Was? Was ist hier los? Was ist hier los? Die sehen tatsächlich ganz glücklich aus. Sag ich doch. Oh. Oh nein, es ist wirklich Super Mario. Oh nein. Aua. Ja, wirklich Aua. Komm, geh noch mal rein. Die ist... Wir haben ja jetzt die 6... Oh. Nein. Oh, wie doof. Aber guck mal, das Bild ist runtergefallen. Vielleicht können wir es nehmen. Mir gefällt dieses Bild von Elysium. Kann ich es haben? Ja. Nimm es ruhig. Cool. Es ist sowieso alles im Eimer. Cool. Woher bekommt er diese vielen Fässer? Oh, meine Güte. Und? Ich brauche die Nukleinsäure wirklich dringend. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. 6 Slotty und sie gehört dir. Warte mal, aber ich habe dir die 6 Slotty verdient. Was? Ich habe die 6 Slotty verdient? Wie komme ich denn da ran? Warte mal. So. Okay, nein, kann ich nichts machen. Muss ich mit Was ihm sprechen? Kann ich für dich tun? Ich möchte die... Ich brauche die Nukleinsäure wirklich dringend. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. 6 Slotty und sie gehört dir. Aber ich habe 6 Slotty verdient. Ich habe die 3 Getränke ausgeliefert. Einen Humpen Plörre bitte. Gerne. Such dir einfach einen leeren Krug und bedien dich selbst. Na super. Okay, ich brauche die... Was kann ich die jetzt... Ah! Kann ich die Nukleinsäure vielleicht auch anschreiben lassen? Psst, du spinnst wohl. Die ist immerhin ein Vermögen wert. Ich besorg das Geld schon irgendwie. Haha, das will ich sehen. 6 Slotty. So viel Geld gibt es hier unten doch gar nicht. Doch, doch. Ich hab... Hä? Aber warum funktioniert das denn nicht? Ich brauche die Nukleinsäure wirklich dringend. Das Schicksal der Welt hängt davon ab. 6 Slotty und sie gehört dir. Alter, ich habe die 6 Slotty bereits verdient. Ein Hund. Nein, okay. Ich mache mich dann mal wieder auf die Socken. Wie auch immer das funktioniert. Du trägst noch Socken? Okay. So, das hier sieht doch jetzt auch aus wie so ein Bild, ne? Warte mal, dieses Bild, können wir das ihm geben? Können wir? Okay, aber... Okay, nee, dann müssen wir mit ihm jetzt, ja, er steht noch hier oben. Kommen wir jetzt zu dem Therapeuten? Ich würde gerne zu dem Therapeuten gehen, in die Therapiepraxis. Therapiesitzung im Gange, ausgerechnet jetzt. Wie soll ich denn jetzt an die Medikamente kommen? Okay, weiß ich nicht, vielleicht von hier oben. So, können wir ihm, sie ist beschäftigt und sogar jetzt raucht sie noch. Okay, können wir ihm das zeigen? Ich wünschte, ich könnte dem armen Teufel irgendwie helfen. Okay, so geht's nicht. Wie möchtest du ihm denn helfen? Ich wünschte, ich könnte dem armen Teufel irgendwie helfen. Aber wie kann er mir helfen? Das hinwerfen? Ich wünschte, ich könnte dem armen Teufel irgendwie helfen. Irre ich mich oder schielt er bereits zur Auslegeware seines Nachbarn? Oh! 11. Gebot. Du sollst nicht begehren deines Nachbarn Auslegeware. Ich kann mir ja vorstellen, wie er sich fühlt. Ich wünschte, ich könnte dem armen Teufel irgendwie helfen. Doch, da hätte ich vielleicht eine Idee. Warte mal. Mal gucken, ob das klappt. Na, so. Okay, der freut sich. Und jetzt geht das? So. Das geht tatsächlich. Das wäre die perfekte Distanz für einen Jungfernflug. Und das Ziel ist auch gut gewählt. Mittlerweile müsste er eingesehen haben, dass er Hilfe braucht. Na, dann wollen wir den armen Teufel doch mal erlösen. Oh, hier muss es seltsame Abwinde geben. Was? Okay, kann ich den wiederholen? Ich kann ihn holen. Aber wie... Hä? Was? Okay, seltsame Abwinde. Müssen wir von irgendwo anders aus werfen, offensichtlich. So, da. Mittlerweile müsste er eingesehen haben, dass er Hilfe braucht. Aber von hier unten aus kann ich ihn nicht treffen. Okay, es gibt Abwinde. Warte mal, hat er irgendwas dabei, wie wir das ändern können? Der Suppenrest? Keine Ahnung.
Was können wir hier denn machen? Werbeschild. Geh doch mal hier oben hoch. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Moostherapeutische Strick. Ach so, nee, das brauchen wir nicht nochmal lesen. Können wir irgendwas davon mitnehmen? Parkett, Probeexemplar, Werbeschild? Nee. Okay, ich denke, das wird dann immer noch nicht funktionieren, ne? Oder? Können wir das kombinieren? Ich brauche Opa Bosos. Okay, was ist hiermit? Das ist ein Symbol für mein Leben in Ordnung. Ich werde auf keinen schlimm genug, dass das Loch in dem Mond, das ist... Ja. So. Damit würde mein Flyer auch nicht besser fliegen. Ich müsste etwas finden, um die Spitze zu beschweren. Das könnte doch hier der sein. Der aber ist natürlich. Es. Wenn man die Spitze eines Papierfliegers mit einem Gewicht beschwert, fliegt er weiter. Ja, schon möglich. Ich wusste doch, dass ich meine jahrelange Karriere als Falschparker irgendwann bezahlt machen würde. So. Und? Ja, das wäre die perfekte Distanz für einen Jungfernflug. Und das Ziel ist auch gut gewählt. Mittlerweile müsste er eingesehen haben, dass er Hilfe braucht. Hm. Na, dann wollen wir den armen Teufel doch mal erlösen. Oh nein. Was? Upsi, hier muss es seltsame Aufwinde geben. Allerdings. Und wie? Okay, holen wir das Ding mal ran. Aber immerhin hat er jetzt den Buchstaben. Na, hier steckt ein Flyer in der Außenwand. Er hat den Buchstaben. Das ist eine jämmerliche Konstruktion. Der Konstrukteur hat offenbar keine Ahnung, wie man einen ordentlichen Papierflieger faltet. Ganz im Gegensatz zu mir natürlich. Therapeutische Stricke. Die günstige Alternative. Was soll das denn heißen? Will sich da jemand einen Jux mit mir machen? Und Moment mal, was ist das denn? Da steckt ein Bleibuchstabe in der Spitze. Ein großes Ruck. Ja. Jetzt zeige ich dem nicht näher benannten, unbekannten Dilettanten mal, wie man das richtig macht. Ne. Wuppdiwui. Oh, hier muss es seltsame Abwinde geben. Und dann stellte sich heraus, dass er auf die Idee gekommen war, seine Angelhaken in meiner Schmuckschatulle aufzubewahren. Sogar die Köder waren schon dran. Oh, es war so furchtbar. Ich wünschte mir, meine Ohren würden abfallen. Das kann ich im Moment gut nachvollziehen. Aua! Was ist denn das? Ein Flyer? Warum eigentlich nicht? Fräulein Toni, ich denke, ich habe eine gute Nachricht. Ich habe endlich die passende Therapie für Ihr Krankheitsbild gefunden. Warten Sie, ich stelle Ihnen nur kurz ein Rezept aus. Boah, voll schön. Was denn? Du hast den Buchstaben, das ist super. Okay, alles klar. Leute, da machen wir denn beim nächsten Mal weiter und gucken mal, was wir da sonst noch alles ergattern können über die Rohrpost. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss.